Pac-Man-Variationen haben irgendwie gerade Saison. Nach dem genialen Monaco lässt nun auch Paul Greasley in seinem kostenlosen Undercover Agents bis zu 8 Spieler mit ihren Agenten gegen wuchernde Klötzchen in einem Labyrinth antreten. Die gefräßigen Farbflächen kreisen die Spieler immer wieder ein, die sich nur durch geschickte Laufwege und Dauerfeuer retten können. Simpel, aber originell ist auch Dehumanizer geraten, den Sebastian Janis für den jüngsten Ludum Dare-Wettbewerb in nur 48 Stunden programmierte. Das Motto war diesmal Minimalismus und so kommt diese wilde Mixtur aus Tetris und Plattform-Shooter mit einer Auflösung von gerade mal 16x16 Klötzchen aus. Etwas mehr Pixel genehmigt sich RGB von Frank Force, der es wunderbar versteht, mit farbigem Licht zu spielen. Doch die rotierende Kugel ist nur schwer zu kontrollieren. Da beißt man schnell in die Tastatur, wenn es im 6. Anlauf immer noch nicht klappt. Darum zum Schluss etwas Entspannung. In Dänemark ticken die Uhren etwas langsamer, jedenfalls wenn man das Video zu Slow-Mo Showdown von Knapnock Games anschaut. Das Ganze erinnert nicht von ungefähr an die Matrix. Hier sollen sich zwei Spieler möglichst langsam in Zeitlupe vor einer Kinect-Kamera bewegen und ihren Geschossen gegenseitig ausweichen. Dazu gibt's coole Dubstep-Musik. Hoffen wir mal, dass Knapnock bei der Fertigstellung einen Zahn zulegt, denn ein Termin für diese Capoeira-Simulation steht noch immer nicht fest.